Ein massiver Schlag gegen illegale Altfahrzeugsammler konnte im Rahmen einer Aktion scharf gelandet werden. An 6 Einsatztagen wurden an 3 Standorten im Gemeindegebiet von Solnau insgesamt 117 illegal gelagerte Schrottfahrzeuge und weitere gefährliche Abfälle beschlagnahmt. Die Aktion wurde von der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht des Landes ebenso unterstützt wie von Sachverständigen der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt sowie Polizeikräften aus Solnau. Insgesamt waren innerhalb von 2 Wochen bis zu 25 Personen im Einsatz, die neben den illegalen Schrottfahrzeugen auch kontaminierte Fahrzeugteile wie Felgen, Motoren, Getriebe und anderen Metallschrott und Sperrmüll im Gesamtausmaß von mehr als 150 Tonnen ausgehoben haben. Krone-Leser wissen es. Schon seit einiger Zeit führt das Land Niederösterreich verstärkte Kontrollen im Bereich der illegalen Schrotthändler und Fahrzeugzerleger durch. Solche illegalen Aktivitäten haben bei uns nichts verloren, so Landesvize Stefan Pernkopf. Weitere Aktionen dieser Art sind laut dem zuständigen Landesrat in Vorbereitung.